Hier wird ein Kreis C mit Radius R angegeben. Diesen Radius kann ich hier nach Belieben einstellen. Um den Flächeninhalt dieses Kreises zu berechnen, rechnet man einfach Pi mal R². Und genau diese Formel werden wir jetzt beweisen. Um sie zu beweisen, wählen wir zuerst ein Bezugssystem. Ich wähle es hier so: Das Zentrum des Kreises ist der Ursprung des Bezugssystems. In diesem Bezugssystem hat diese Kreislinie als kartesische Gleichung x² plus y² gleich r². In der Tat, die kartesische Gleichung dieses Kreises, das ist x minus Abszisse vom Zentrum im Quadrat plus y minus Ordinate vom Zentrum im Quadrat gleich r². Und die Koordinate des Zentrums ist ja 0, 0. Also ist das effektiv die kartesische Gleichung dieses Kreises. Und wenn wir die nach y auflösen, finden wir y gleich plus minus Quadratwurzel von r² minus x². Um diese Formel zu beweisen, werden wir uns mit dem oberen Halbkreis begnügen. Das heißt, wir werden uns begnügen mit plus diese Quadratwurzel. Der Graph dieser Funktion f ist also der obere Halbkreis. Diesen Graph werden wir hier brauchen. Und wir werden hier ganz einfach den Flächeninhalt vom Viertelkreis bestimmen, diesen Flächeninhalt dann zum Schluss mit 4 multiplizieren, um diese Formel zu beweisen. Was wir also machen müssen, ist die Berechnung vom Integral von 0 bis r von dieser Funktion Quadratwurzel aus r² minus x² dx. Wir müssen also dieses Integral berechnen. In den beiden Tutorials Stammfunktionen berechnen 016 und Stammfunktionen berechnen 017 haben wir auf zwei verschiedene Arten gezeigt, dass eine Stammfunktion von dieser Quadratwurzel so geschrieben werden kann. Und jetzt lassen wir noch x variieren von 0 bis r, was also bedeutet, zuerst ersetzen wir x da, da und da durch r, dann ersetzen wir x da, da und da durch 0 und ziehen die zweite von der ersten Zahl ab. Schauen wir, was wir erhalten haben. R² halbe mal Arcsinus von 1, r auf r ist ja 1, plus r halbe mal die Quadratwurzel aus 0, minus r² halbe mal Arcsinus von 0, plus 0 halbe mal die Quadratwurzel aus r² minus 0 Quadrat. Arcsinus von 1, das ist Pi halbe. Dieser Term ergibt 0. Dieser auch, weil Arcsinus von 0 0 macht. Und dieser ergibt auch 0. Was also letztendlich von dieser Rechnung übrig bleibt, das ist r² halbe mal Pi halbe. Im Endeffekt bleibt noch übrig Pi r² Viertel. Dieser Flächeninhalt vom Viertelkreis beträgt also Pi r² Viertel. Und somit ist der Flächeninhalt vom gesamten Kreis viermal Pi r² Viertel, also Pi r² und wir haben unsere Formel somit bewiesen.